Ist jetzt das da einigermaßen einmal da, wo es hingehört? Fix, Mari, beim Strolzen da oben wie einer, als sei der Ufer landen. Sündis! Habe die Ehre, ich bin's, der Birger. Heute, eigentlich weiß ich gar nicht so hundertprozentig, was ich eigentlich verzeihen wollte. Irgendwie weiß ich es schon, irgendwie weiß ich es aber, wie so oft heute halt das einmal ist, nicht. Aber heute geht's mal wieder um ein bisschen an Blätschmerz und vor allem, was im Dezember so passiert. Weil, folgendermaßen gaff die ganze Scheiße nämlich aus. Weihnachtszeit plus Geschäft haben ist eine absolute Hurensohnzeit. Das wollen wir nicht, aber wir brauchen sie nun mal. Die Scheiße ist halt so, es hilft nicht. Folgedessen kommen wir im Dezember leider Gottes zu gar nichts. Aber, irgendwie hat sich das so eingebürgert, auch vor der Zeit, jetzt seit Mai, seitdem es so eskaliert und mir fast 17.000 Leute sind, hat sich so eingebürgert, dass ich natürlich jetzt ja zu Weihnachten ein bisschen irgendwie irgendwas Besonderes mache, sei es ein Album mit Musi auszuscheißen wie letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Das weiß ich nicht mehr. Habe mir gedacht, das kann man dieses Jahr natürlich auch nicht so ganz weglassen, irgendwie. Vor allem nicht, wenn wir jetzt 17.000 sind und vor einem Jahr waren wir halt bloß mal 1.000, wenn überhaupt. Diese YouTube-Community-Funktion, die war irgendwie dann doch noch für was gut. Und das sehen mehrere Leute, als ich mir das dachte. Weil gestern habe ich da einfach mal gefragt, so, naja, da kann man Umfrage starten, bla bla bla. Und ich habe da vier so Ideen, die ursprünglich wissen wollte, was da am meisten singen wollt. Das erste ist einmal How to Halve der Kickerl, How to Eier Zeig, was glaube ich die meisten nicht verstanden haben, was das sei, so ist mir auch irgendwie klar jetzt im Nachhinein. How to Weihnachten und How to Silvester. Ich sag's euch ganz ehrlich, wie es ist, mir war so klar, dass Silvester dermaßen weit vorne ist, weil da wird halt auch gesuffen und offensichtlich tut den ganzen Tag niemand irgendwas anderes und das war mir schon klar. Ich sag's euch, wie es ist, mein ursprünglicher Plan war folgender, dass ich alle vier How-Tos mache in jeder Woche vor Weihnachten und das ist scheiße, ja? Beziehungsweise eins nach Weihnachten, nämlich How to Silvester, weil das macht auch irgendwie keinen Sinn, How to Silvester und morgen ist Weihnachten. Ja, das macht irgendwie, das ist irgendwie, ich weiß es nicht, das ist so, das macht keinen Sinn nicht! Aus! Folgendermaßen schaut's aus, leider Gottes werde ich das wahrscheinlich aber schlichtweg einfach nicht schaffen, ja? Ich bin voll, die letzten Tage voll am Schreiben und Mocha und Scheiß und Club, aber ich werde es einfach nicht schaffen. Darum, erstens einmal das Video, das heute kommt, wann auch sonst. In kurz und knapp. Zwei Videos haben sich herauskristallisiert. Das ist einmal How to Halve der Kickerl und einmal How to Silvester. Bis Weihnachten hin hau ich euch die raus. Koste es, was es will. Koste es, was es will. Und wenn ich bis um 4 Uhr in der Früh da hab, dann mach ich es fertig. Es hilft ja nicht. Ist ja Weihnachten. Ist ja nicht jetzt ja Weihnachten. Ist ja nicht jeden Tag Weihnachten. So, so was. Ja, so ist richtig. Ich sag's euch, wie es ist. Ich möchte euch ein bisschen aufordern. Ich kann euch nämlich auch ziemlich genau sagen, wann diese Videos kommen. Und deswegen jetzt auch der Sinn von diesem Video, um mich selber unter Druck zu setzen. Bis dahin muss das Video fertig sein. Und wenn ich das ankündige, dann muss es da fertig sein. Und wenn es dann nicht fertig ist und nicht online ist, dann kenne ich 17.000 Vollgasnarische, die mir vermutlich einen Arsch aufreißen in der Kommentarsektion. Ja, wie machen wir das? Die Woche kommt jetzt einmal noch nichts. Tut mir leid, ganz fertig bin ich noch nicht. Aber machen wir es auch so. Zwei in der Woche, zwei Wochen vor Weihnachten kommt. How to, in der Woche vor Weihnachten, am Mittwoch, wahrscheinlich Mittwoch oder Donnerstag, kommt. How to, Zumindest mag ich euch so viel nicht verraten. Aber wer selbstständig in der Lage ist, bis auf 13 zu sein, du, der kann sich das Ding ja was kümmern. Vielleicht aber auch nicht. Wer weiß, und ich mache einfach irgendwas anderes. Who knows? Komm in, Schuss. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, wie jedes Mal. Ich schleiche mir jetzt ein Hobby sofort, ich schreibe weiter, nimm auf, animier, mach Scheiß. Hauptsache, Kleider muss zum Luchen und was anderes geht's nicht. Wir sehen uns. Spätestens nächste Woche. Habe die Ersen.